Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen und zwar heute meine Freunde zu einer Runde Forgotten Freaking Heimerdinger. Und ja, das Ganze in der Midlane, ich bin ja Midlane Main, Heimerdinger spielt am 4 auch auf der Toplane und ich habe mir überlegt, wir werden sehr wahrscheinlich die W-Maxen. Ich habe Heimerdinger, ich glaube Samstag oder Sonntag mal gezockt und ich muss sagen, es hat echt saumäßig Bock gemacht und deswegen... Ja, ne, warum spielen wir nicht nochmal? Wie gesagt, ich denke, wir machen W-Max. Einige maxen sogar tatsächlich die W. Einige maxen die Q, aber die W ist halt cool, weil es dann richtig Raketen ins Gesicht gibt. Ich habe außerdem ebenfalls Electrocute mitgenommen, Scorch, damit es ordentlich böllert. Das ist so ein bisschen der Plan. Mein Heimerdinger, kann ich aber schon mal spoilern, ist komplett horrible, ja. Aber schauen wir mal, was so geht. Wir nehmen die hier mal mit und treffen ihn gleichzeitig. Ja, Schraubenschlüssel, Auto-Attack, 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 Auto-Attack. Auto-Attack. Okay. So, wir machen den mal hier hin. Zack, haben wir uns mal den Pot rein. Raketen! Zero! Ja, 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 ja. Wir könnten für eine Granaten-W-All-In gehen. Das könnte man... Ich weiß nicht, ob das reicht. Was hat der? Er hat Dings mit. Hier. Er hat einfach Dings. Wir müssen ihn noch ein bisschen poken, aber wenn ich eine Granate treffe... Hopp! 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 Ja! Ja! Doch! Nee! Ja! Ja, nee, 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 ja, ja, ist okay. Ja, das ist in Ordnung für mich. Und jetzt werden natürlich viele sagen, ja, Tobi, oder ihr hättet es vorher gesagt, so, ne, Tobi, Level 2 Skillgranate. Hey, Tobi, du bist voll der Noob, man skillt nicht die Granate. Aber ich bin halt der Next Level Heimerdinger Main. Ne, deswegen ist das okay. Nein, wahrscheinlich, also, wahrscheinlich hätte ich auch die Türme geskillt, aber ich habe halt die Möglichkeit gesehen, er ist schon wieder da einfach. Ich habe die Möglichkeit gesehen, genutzt. Oh, was? Ich muss auch sagen, die Granate ist unglaublich schwer zu treffen, tatsächlich. Weil die unglaublich schwer zu treffen ist. Also die Granate selbst nicht, aber das Kleine innen drin. Guckt euch mal den Radius zum Stun an, der ist minimal. Ja, wir kaufen so einen Dolans und Schur. Dolans Duck und let's go. Das ist der Plan. Packen wir nochmal, nee, komm, weiter in die Raketen rein. Wer braucht schon Türme? Das erinnert mich auch so ein bisschen an den alten Heimerdinger, über den können wir ja gerne mal reden. Jetzt sagen einige Leute, hey Tobi, alter Heimerdinger, hast du eigentlich gesoffen oder was ist mit dir los? Weil, also ja, es gibt einen alten Heimerdinger tatsächlich. Und das hier war seine Laufanimation. Ja, irgendwie will er nicht jetzt. Na, das ist seine Laufanimation. Der alte Heimerdinger konnte mit seiner W... Du hast einfach W gedrückt und die Rakete ist auf die Ziele zugeflogen. Du musstest sie nicht treffen, die ist einfach losgeflogen. Und wenn Champions in der Nähe sind, sind die immer auf Champions geflogen. Das war super lustig. Ja, du hast einfach nur, zack, W, Rakete. W, Rakete. Und die hatte schon hier, bis hier ging die locker wohl. Ja, die war ein bisschen broken, die Range. Wurde dann wahrscheinlich auch deswegen geändert. Aber das war schönes Raketen-Gameplay. So, ich bin Meisteringenieur. Wir sichern die Ostflanke in Westanien und die Südflanke. Und die nordostasiatische Flanke hier vorne. Zack. Na, hier in der Mitte ist der Safe-Zone-Kreis. Hier kann ich mich aufhalten. Ich werde einfach für mich arbeiten lassen. Das ist, Habt ihr gerade meine Kanone nicht bekommen? Was soll denn das? Na gut. Granate! Peng! Boah, da kommen wir leider nicht durch. Oh, mein Laserturm hat geschossen. Cool. Wir haben mal direkt einen neuen hier vorne. Wir müssen uns weiter vorarbeiten. Ja, die Front wartet nicht. Wir müssen... Der Kampf muss weitergehen hier. Raketen! Ah, das war knapp. Ein paar haben getroffen. So, jetzt werden die den nächsten Turm hier hinstellen. Zack. Sehr gut. Schade, dass sie nicht mehr AP regenerieren, aber ist egal. Problem ist natürlich, wenn ich mal gegankt werde, ja, dann kriegt ihr einfach Granaten ab. Nein, wenn ich mal gegankt werde, die Türme machen natürlich nicht so viel Damage. Die sind jetzt nicht so insane oder so. Und er kann damit ein bisschen stacken. Das will ich natürlich nicht. Zack, Raketen da rein. Wir könnten natürlich auch roam, ne? Ich bin Heimer. Wer war das? Teemo Jungle? What the fuck? Also das hier ist ein Ranked, ja. Aber Teemo Jungle, okay. Ich bin Botlane, Leute. Da sehe ich mich. Let's go for this. Wieso ist die schon Level 5? Okay, weil sie Level 3 ist, deswegen. Wundert mich übel krass. Leute, können wir was machen? Wo ist... Naja, das ist schlecht. Können wir trotzdem was machen? Türme stehen? Ja. Ja. Was? 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 Ich glaube, ich sehe mich auf Major, als wenn das so weitergeht. Was war das denn für ein Damage? What? Also, what? War das... What? War das meine Raketen und irgendwie so ein Turmlaser oder so? Machen die Raketen nicht auch, Rockets hit, charge, nary, turret, beam attacks? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall krank. Absolut krank, Leute. Ich hätte auch Lust, wahrscheinlich, die,
Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit mit den Ulti-Raketen rumballern. Die sind absolut unterschätzt. Ich denke, Heimer-Mains wissen die Stärke davon zu schätzen. Aber alle anderen denken so, ja, Raketen, ne? Aber das sind nicht Raketen, das sind 3 Millionen Raketen. Vielleicht auch 5 Millionen. Komm, CS für mich, los. Schafft ihr es, komm. Ah, nice. Sehr, sehr gut. So, das heißt, hier kommt wieder ein Turm hin. Wir schießen mal hier Raketen durch. Ganz früher die Heimerdinger-Türme, die hatten auch, glaube ich, verschiedene Farben. Das heißt, Level 1-Türme waren irgendwie rot zum Beispiel, dann die nächsten waren blau, etc. Ich glaube, die größten waren rot sogar. Ich weiß nicht genau. Wir gehen direkt in der Botlane. Ich habe Ult unter Bock. Ich habe Ult unter Bock. Kann ich meine Laufanimation bitte halten? Danke. Na, na, na. Na, na, na. Let's go, Leute. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Grenade. Ja! Die ist halt legit nach der ersten Rakete gestorben. Und danach kamen noch 5000 weitere. Na, das ist, stell dich mal vor, wie viel Schaden das ist. Viel. Einfach viel. Ja, Dragon könnt ihr machen. Ich muss hier mal ein bisschen weiter setzen, ne? Turm kommt hier hin. Turm kommt hier hin. Wir tun so, als wären wir hier der Fire Owl. Oh, fast. Hier noch Raketen. Ja, schade. Ich brauche mehr Cooldown Reduction, damit wir mehr Raketen schießen können. Das ist wichtig. Turm hier hin. Out it. Hier wird irgendwas gepinkt, aber ist egal. Aber ich habe echt kein Mana mehr. Legit. No Mana. Scheiße. Okay, jetzt haben wir wieder Mana, Leute. Jetzt können wir wieder schießen. Ah, ich glaube, jetzt kommt ein Gank, oder? Werde ich geultet? Nee. Hier für dich. Ah, okay. Wir müssen langsam aufpassen. Wir haben es hier mit Vega zu tun, Leute. Vega ist... Mit dem ist kein gut Spaß essen. Ah, das machst du nicht. Der macht seine Ult und du stirbst. Deswegen gehen wir jetzt erstmal shoppen. Leider kann ich mir halt... Ja, ich weiß gar nicht, was wir kaufen, aber... Ich hätte gesagt, wir kaufen uns Ludens. Ludens. Oh, Ludens. Ah, Baby. Yeah. Ah. So. Heimerdinger ist schon lustig, nicht wahr? Ja, und trotzdem wird er eigentlich echt gar nicht gespielt. Aber das ist, das könnt ihr auch gerne droppen. Ne? Warum wird er nicht gespielt? Das ist ja auch so ein bisschen, ne? Forgotten Champs. Warum wird er nicht gespielt? Warum nicht? Ich denke, es liegt einfach daran, dass er so crazy ist und nicht so normal ist. So von wegen... Er ist halt doch sehr... Ich würde jetzt die flashende Granaten-Raketenhagelkanone machen. Wenn er kommt. Das wäre die Voraussetzung. Also er darf jetzt nicht weggehen. Ha! 567 Schaden, meine Freunde. 567 Schaden. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin Mr. Granatenoffizier. Granatenoffizier auf Brücke. Peng. Oh, was? Ich habe aber noch Rakete. Oh, hat sogar getroffen, Leute. Mach jetzt. Mach jetzt. Mach jetzt. Hier ist ein Turm. Schieß. Schieß, Turm. Schieß. 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 Oh, hier ist noch ein Turm. Oh, was? Ja, okay. Oh, Mann. Ich dachte, ich kriege den Kill mit dem Turm. Also, 567. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt sagt ihr, ja, das ist eine Level 1 Ultimate. Level 1. Level 1 Ultimates. Eine Ulti 250 Schaden macht. Die ist krass. Ich meine, klar, die Raketen zu treffen ist nicht all easy. Aber für mich schon, für euch dann natürlich nicht. Peng. Na, auch weiter zum Altenheimer-Dinger. Die Granate hat geblindet damals. Das war zwar größer, aber die hat einfach geblindet. Blind gab's damals. Bedeutet, du konntest keine Autotext machen. Gibt's nicht noch sogar blind? Irgendjemanden gibt's noch. Timo. Timo gibt's doch noch mit blind. Ne? Das, du warst einfach geblindet. RIP. War natürlich eigentlich irgendwie ziemlich weird. Auf der Toplane war es ziemlich gut, aber in der Midlane eigentlich fast useless, weil... Ja, wen willst du denn da blinden? Auch Corky Bomb hat auch geblindet, die Q. Ne? Hat auch geblindet, gab's mal. Warum wurde das alles entfernt? Auch hier, ne? Könnt ihr gerne droppen, ne? Ich möchte euch hier gerne mit einbeziehen zum Diskutieren. Gerne, gerne, gerne. Ich hab Hunger. Ich werde übrigens, das kann ich jetzt schon mal... Also obwohl, ja, also wahrscheinlich werde ich Sonntag ein Opening machen. Aber kein Box-Opening, kein Pack-Opening, sondern ein... Ich spoilere es einfach mal an. Ich habe ja mal vor kurzem Donations gesammelt. Und das wird es sein. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob ich safe ein Video drüber mache, aber wahrscheinlich. Granate! Rakete! Was? Das waren normale Raketen. Normale Raketen waren das, Leute. Ja, GG. Boah, mir soll einmal dieser komische Timo den... Okay, der ist 0-3. Aber der soll mir einmal über den Weg laufen. Holy Gamboli. So, Turmien... Ich würde gerne noch eine Granate treffen. Wir tun so, als würden wir vorbeilaufen. Hab! Na, schade.
Schade, schade, schade. Aber wir belagern. Turm steht an der Ostfront. Wird weiter ausgebaut. Turm steht nicht mehr an der Ostfront. Turm weg. Komm, nimm die hier. Nimm sie. Fuck, ich hätte die Granate werfen können. Ich wollte die Granate werfen. Die Granate ist auch nicht schlecht, aber... Ja... Der war dann doch ein bisschen weit hinten. Ich weiß nicht, wie weit die überhaupt... Oh, die geht ziemlich weit. Alter, die geht ja ins... Aber fliegt auch sehr langsam, aber... Die geht ja komplett weit. Gut. Hier, Turm ist schon wieder RIP. Wir gehen direkt mal wieder Botlane. Jinx ist nämlich Till. Ohne Witz, Leute. Ich habe jetzt ein paar Offstream-Games wieder gemacht. Also nicht heute, aber generell. Natürlich, ne? Und... ADK sind immer tiltet. Hört mal bitte auf zu weinen. Jetzt mal wirklich. Ein Call an euch. Hört mal auf zu weinen. Jedes Game. Warum weinen nie die Toplaner? Die weinen nie. Es ist immer der ADK, der weint. Deswegen wirst du jetzt Raketen abbekommen. Irgendjemand von euch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich sie mit Jenna zusammen schaffe. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie einmal irgendwie einer sie... Genau das, ungefähr. Ich glaube, ich bin tot. Obwohl, Türm, Türm, ne Türm, ne Türm, ne Türm, ne Türm. Autotech. Raketen. Ja. Autotech, Turm. Granate. Granate, Renate, Granate, Renate. Ja, ist okay. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Wenn du natürlich den Toaster stellst, dann ist das halt, da musst du nichts treffen. Du kannst natürlich auch, oder ich hätte in der Situation jetzt einfach Ultimate Q stellen können. Das ist halt für die Anfänger, ne? Aber ich bin halt da schon ein bisschen Pro, ein bisschen Boss und deswegen, ne? So, Loons jetzt dabei. Schön, noch ein Buch dabei, lecker. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich Damage, Freunde, das kann ich sagen. Ich meine, es steht 1,14. Die wurden schon ordentlich rasiert bisher. Wie einfach so diesen Greifarm hinten aus seinem Rücken rauskommt und dann die Bombe wirft. Nice. Nice, nice. Aber mal wirklich, es sind immer die ADKs, die am Wein sind. Jedes einzelne Game. Ich weiß, es ist nicht schön, wenn du 0-10 stehst als ADK und es macht keinen Spaß, aber so viele Games sind noch gewinnbar, würdet ihr nur nicht weinen. Das ist die einzige Voraussetzung. Ne? Die E zu Max macht eigentlich gar keinen Sinn, weil da nur Damage drauf kommt, aber ne, ist geiler für den One-Shot so ein bisschen. Boah, ich habe so krass Hunger, das geht gar nicht gerade. Da unten ist Jinx, ne? Dann bringen wir sie halt weiter zum Weinen. Ich bin unterwegs. Ich habe aber noch keine Ultimate. Die Frage ist, wo geht sie hin? Okay, da. Kann sein, dass sie da oben gewartet hat. Vielleicht komme ich nicht ran, aber vielleicht auch doch. Gucken wir mal. Das wird nicht funktionieren, Frau. Frau Wolle und Holle. Hier ist ein... 736 und dabei haben nicht mal alle getroffen. Stufe 2 Ultimate. Na? Gut, ist schön. Hier noch ein Turm. Na, und jetzt the fifth time. Natürlich hätte Weiger hier und da SS sagen können. Laning Phase ist aber seit 1910 schon vorbei. Und es ist nicht mehr die Aufgabe von Weiger hier zu pingen, wenn Jinx hier overextendet. Ne? An Jinx Stelle sollte sie einfach in die Midlane gehen, dann wird sie auch nicht sterben. Das ist nicht... Also klar hat Weiger jetzt nicht krass gespielt, aber das, meine Freunde, war jetzt nicht Jinx' Fehler. Ah, okay, schade. Ich habe eigentlich echt gesehen, dass es trifft. Da habe ich mich echt gesehen, aber anscheinend nicht. Ich könnte aber nochmal die Flash eine Granate machen, da würde ich mich sehen. Just chill, Weiger so bad and so blank. Ja, das ist halt, das ist das Typische. Aber ist okay. Wir fokussieren uns jetzt darauf, Weiger zu löschen. Wir machen die Flash eine Granate, Renate. Ah! 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 Turm! Ah! Der Turm! Ah, herrlich, Alter, der Turm. MVP-Turm, ich sag's euch. Einfach MVP-Turm. So, oh. Bam. Bam, 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 bam. Also Heimerdinger ist echt ein toller Champion, muss man sagen. Vor allem, der Vorteil ist, warum das so gut gegen Weiger auch klappt, oder generell. Weil keine Ahnung von Weiger hat nie, von Heimerdinger. Niemand, ne? Weiger, boah, Alter, was für Weiger. Heimerdinger spielt niemand, deswegen weiß auch niemand. Deswegen sind OTP-Champs auch so gut. Und Vlad sind fast alle scheiße. Und deswegen kann man mit Vlad auch so krass im Early Game killen. Nur mal so, by the way. Ich habe gestern Malzer mit Level 2 umgebracht. Auf meinem Main im Ranked. Warum? Weil einfach die meisten Vladimirs kacke sind. Was gut ist. Und dadurch niemand rechnet, dass er so eine Power auf Level 2 hat. EQ, Ignite, Bam. So.
Was kaufen wir? Ich würde sagen, wir gehen direkt für Robaton straight. Na, nochmal eine Granate rein und let's go. Das Gute ist, den Turm muss man auch gar nicht unbedingt maxen. Weil ich glaube, das scaled auch ein bisschen mit dem Level, oder nicht? Oder vertue ich mich? Nee, ich glaube nur, das HP, nur die HP und die Turret-Dauer scaled mit dem... Alles egal. Oder irgendwas scaled da, glaube ich, mit dem Level. Ich meine, ich habe mal da ein Video zu gemacht und irgendwas war da. Aber keine Ahnung, gucken wir mal. Na, 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 na. Ich bin Heimer, Dinger, Donger, Dinger, Dinger. Wir werfen mal eine Granate, einfach so aus Spaß. Okay. War jetzt nicht so krass. Ich dachte irgendwie, dass die geiler ist, aber das ist geil. Ich glaube, ich müsste einfach mal so die Raketen rausschießen. Einfach mal so ohne Granatefeuer. Einfach so. Ja, Granate macht auch schon ganz gut Schaden. Das ist toll, das gefällt mir. Ey, ich bin Heimerdinger. Turm. Turm. Oh, jetzt gehen die Türme richtig auf, Leute. Na, da geht's richtig ab. Weil die nicht gekillt werden direkt. Oh, da unten ist nur Action mit... Ah, okay. Na, man, Timo Jungle, warum spielt man Timo Jungle? Warum tut ihr sowas? Warum? Hab! Ja. Oh, Grenade. Okay, er flasht direkt raus. Boah, ich sterbe gerade an Verhungerung, Leute. Wenn man bei Sims... Ah, die Raketen gehen aber auch echt super weit. Also viel weiter, als man immer denkt irgendwie. So, einmal noch, komm. Ich tue so, als würde ich weggehen. Wir haben noch einmal die Ultra-Granate. Ah, oh, da hat eine getroffen. So, wir, die Ultra-Raketen, Leute, die schießen wir jetzt ab. Wir warten auf den richtigen Moment, wir stehen hier. Ja, okay. Also es war, ja, es war hier für dich. Oh, das war meiner. Really? Aber okay. Ja, es war okay. Na, es war in Ordnung. Das, meine Freunde, war eine schöne Runde. Heimerdinger, Donger, Dinger, Dinger, Donger, Donger, Dinger. Ich muss jetzt unbedingt essen. Ich versterbe nämlich gerade wirklich. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, seht ihr zu, macht weiter. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, Sikowski und goodbye.